So, herzlich willkommen bei Powerplay. Ich bin Cyrus und heute spiele ich für euch Parodius. Parodius ist ein Spiel von Konami, erschien 92, ist eigentlich ein Klon von R-Type oder Galaga oder was auch immer man zu damaliger Zeit gezockt hat. Und ja, ich versuche mal so weit wie möglich zu kommen. Player Select. Man kann es auswählen zwischen Raumschiff, Tintenfisch, Twinbee, was auch immer das ist, und ein Pinguin. Wir versuchen es mal mit dem Tintenfisch. Auf geht's. Ja, ich habe dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt, deswegen kann es sein, dass ich in den ersten Levels direkt hops gehe. So, man fliegt hier durch den Weltraum. Yeah. Dann kommen die ersten Maori-Köpfe. Und Power-Up aus der nächsten Reihe. Ja, ich nehme diese, was auch immer das sein soll. Quallen. Null Ahnung. Auf jeden Fall, wow. Auf jeden Fall erstmal alles plätten, was auf einen zukommt. Und boah, Mann. Yeah, das erste Quallenbaby. Das ist so etwas wie die Erweiterung bei R-Type. Wie ihr seht, sieht das hier nicht gerade sehr nach R-Type aus. Man hat irgendwelche Viechers hier rumfliegen, die man einfach oben man retten soll. Was ich nicht geschafft habe. Jetzt darf ich mir alle meine Power-Ups nochmal holen. So ein Dreck. Ach, was soll's. So, weiter. Leider habe ich auch kein Turbo-Button an diesem Gamepad. Deswegen wird das ein bisschen länger dauern. Okay, Parodius war eigentlich witzig für die damalige Zeit. Es hat die gleiche Spielmechanik wie R-Type, ist aber ein bisschen abgefahrener. Ihr werdet das schon sehen, wenn der erste Zwischen- oder Endgegner, oder ja, eigentlich ist ein Zwischengegner, gleich kommt. Die Schiffhintergrund, Parallax Scrolling oder wie auch immer der Mist hieß damals. Die Glocken, auch ein paar Punkte. Und, oh Mann. Ja, wie ihr seht, ich habe nicht allzu oft dieses Spiel gespielt und bin ein bisschen aus der Übung. Kann auch sein, dass mein Gamepad nicht gerade. Das war jetzt komplett unnötig, ich war einfach zu gierig. Egal. Game over. So. Versuchen wir direkt mal etwas anderem. Nehmen wir den Twinbee, was auch immer der sein soll. Und das Witzige an dem Spiel ist, ich starte jetzt ab Mitte des Levels und nicht wie bei R-Type direkt von Anfang. Wie ihr seht, die Power-Ups ändern sich je nachdem, was für ein. Oh yeah. Was für ein Vieh man gerade genommen hat. Leider wird das. Wow. Das ist ein bisschen stressig. Blizzard. Jetzt kommt der erste Zwischengegner. Es ist ein Piratenschiff-Katze. Die Gegner werden auch immer abgefahren. Irgendwann zwischendurch habt ihr so etwas wie Maori-Statuen, die sehr eindeutig, zweideutig gestaltet wurden. Oh, ich glaube, ich bin. Wow.
Wow, und jetzt kommt gleich auch der erste Endgegner. Ah, komm. Wow. So, diese Freewheelies, die da unten springen, die kann man auch erschießen, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. Ich wollte euch unbedingt hier den Endgegner zeigen von diesem Level. Der ist nämlich ziemlich... Da muss man auf dem Bauch, auf diesem strahlenden Bauchnabel treffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bauchnabel. Bauchnabel-Piercing, komm. Ja. Yeah. Und der ist hin. Level 1 ist vorbei. Ja, wie auch immer, die Zeit rennt mir davon. Von Level 2 werdet ihr wegen meiner Spielkunst nicht allzu viel sehen. Ich versuche noch so viel wie möglich mitzunehmen, aber ich glaube, das wird nicht so ganz klappen. Wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, versucht es. Das Spiel gibt's oder gab's für Super Nintendo. War meiner Meinung nach eins der witzigsten Spiele damals. Hat sich wirklich im Gegensatz zu den ganzen Action-Shootern, wo ihr Raumschiffe in die Welt retten müsstet und eine ganze Blödsinn, nicht wirklich ernst genommen. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle höre ich auf. Bis ich zum nächsten Endgegner komme, wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern. Okay.